Ja, hier ist Vater Ziege. Wir sind ja nicht beim Du, ne? Aha, okay, vor der Ziege, okay. Okay, wir sind, okay, wir reden nicht beim Du. Alles in Wer ist Ordnung. denn da überhaupt? Also, da ist Frank Wels am Apparat. Ja, und wie ist der richtige Name? Frank Wels. Nee, Frank? man hört doch, dass du Frank? kein Frank Frank bist. Wels. Frank Wels. Frank Wels. So was verstehen Sie? Gesundheit, Gesundheit. Wie Gesundheit, was heißt das? Ne, Sie haben doch gerade genießt, oder nicht? Ich habe genießt. Oder war das Ihr Name? Das bin ich mir gerade nicht so sicher. Also, Frank Wells, so habe ich meinen richtigen Namen Ja, gesagt, ja? Gesundheit. Ich hoffe, Sie werden bald wieder fit. Okay, danke schön. Okay, hoffentlich Sie auch. Ja, mir Weil geht's es hört sich, wunderbar. also, es hört sich, dass Sie ein bisschen krank sind. Warum? Ja. Weil ich Es Ihnen Ihren hört sich. Schwachsinn nicht abkaufe? Was kaufen Sie? Mehr Schweinchen? Also, ja, habe ich paar. Also, möchten Sie die kaufen? Ja, unbedingt sogar. Deswegen habe ich ja angerufen. Haben Sie nicht? Habe ich Ihnen angerufen? Ja, wie viel kostet? Was kostet wie viel? Mehr Schweinchen? 3 Millionen Euro. Meine Güte, seid ihr alle bescheuert in der Murmel. Ich weiß, das wird jetzt so meine Standardfrage, aber wo zum Teufel finden die immer solche Idioten? Gibt das irgend so eine Callcenter-Vermittlungsbörse, wo dann das Einstiegskriterium IQ unter 25 ist? Oder wie schafft ihr das alle da? Erzähl mir das mal. Knallidiot. Aber wieso beleidigen Sie mich? Ich habe Ihnen gar nicht beleidigt. Nee, das einer muss ja den Anfang machen. Wieso beleidigen Sie mich? Na, weil du es verdient hast. Du bist ein scheiß Telefonbetrüger. Wie bin ich Telefonbetrüger? Also woher solltest du das wissen, Naja, dass jeder, ich ein der diese Nummer Telefonbetrüger bin? anruft, ist ein Betrüger. Und weißt du, mit den ganz Blöden ist mir das zu doof, mich da eine Stunde zu unterhalten. Sonst verarsche ich euch ja gerne mal, aber ihr merkt ja alle nichts mehr. Ich habe Okay, mir da auch so eine neue so. Taktik überlegt, weil ihr bleibt ja ewig am Telefon, ihr Typen. Ich mache dann einfach zwischendurch. Okay, Sie sind ein Bescheuerter dann, ja? Ich bin ein Hühnchen. Ja, okay. Und Sie? Okay, Sie sind ein Hühnchen, ein Ja. Hund, eine kleine Katze. Ich bin auch eine Katze, wenn Sie das wollen. Können Sie mich mal auf Lautsprecher stellen? Nein. Warum nicht? Können Sie mal die schreckliche Musik ausmachen? Warum läuft in diesen ganzen dreckigen Callcentern eigentlich immer so schlechte Musik? Haben Sie überhaupt GEMA-Gebühren bezahlt? Ja, auf jeden Fall. Ne, glaube ich ja nicht. Was haben Okay, Sie ist mir für egal. ein IQ? Also, das kann keiner wissen. Ja, das stimmt. Da wird das Gerät kaputt gehen, wenn man versucht, das bei Ihnen zu messen. Okay, alles gut. Also Sie sind ganz schlau, Sie sind der schlauste Mensch der Welt, also schlauer Jetzt als überleg jeder erstmal. Mensch, die also schlauer als jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, Naja, ja? zumindest bin ich schlauer als jeder, der in eurem bescheuerten Callcenter arbeitet. Ja, okay. Und Sie sind ein 98er Jähriger. Nee, ich Der, bin also nicht mal, 81, nicht bin ich. 81, okay, der nicht in seine Füße bleiben kann. Und ja, also das ist Der nicht in eigentlich ein seinen bisschen schlimm, Füßen ja? bleiben kann. Können Sie das noch mal auf Deutsch sagen? Nein, will ich nicht, also Deutsch ist scheiße. Ja, warum rufst du dann hier an, du Idiot? Ja, also mir gefällt also die Deutschen zu verarschen. Ja, das Deswegen. merke ich ja. Wo kommen Sie denn her? Also, brauchen Sie das nicht zu wissen. Ja, welche Sprache sprechen Sie? Also, was wollen Sie? Was für eine Sprache wollen Sie, dass ich Ihnen
Also Na, Ihre sprechen kann, dann können. Muttersprache, weil Sie sind ja offensichtlich Ja, kein Deutscher. also ich bin Russer. Russe, nee, Sie hören sich nicht an wie ein Russe. Okay, also braucht man sich nicht zu hören, also damit man sein kann, ja? Ha, war bitte? Also braucht man sich nicht zu hören. Ja, doch, da hat man keine Ohren. Vollidiot. Na. Und wie viele Leute hast du heute schon verarscht? Also Deutschen, also viele. Ja, wie viele denn? Sind die alle so dumm, auf den Scheißdreck da reinzufallen? Nee, also die sind nicht reingefallen. Ich habe die einfach nur verarscht, ja? Ja, Also das ich mache kommt aufs keinen Gleiche reinzufallen. raus. Möchtest du jemanden Ja, also die grüßen? Deutschen, ja, also die Deutschen sind einfach so dumm. Deswegen, also gefällt mir die viel zu verarschen, Du ja? bist ein ganz schlimmer Rassist, bist du, mein Freund. Ja, also ich bin rassistisch, ja. Das Und merke ich ihr schon. Deutschen seid alle Rassisten. Nee, überhaupt nicht. Ihr Deutschen seid alle verdammte dreckige Rassisten. Ja, was willst du dann in unserem Land, sag mal? Also, was ich will. Ja, was willst du denn? Arbeiten, verdienen, weil in meinem Land das so gar nicht gibt. Ja, du hörst, du bist Aber kein trotzdem Russe. die. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du ein Russe bist, Ibn Sarmuta. Was bin ich? Du bist kein Russe. Und was war das letzte Wort? Ibn Sarmuta. Scharmuta, okay, Ibn also dieses Sarmuta. Wort. Ja, du bist Scharmuta. Ja, guck mal, das verstehst du dann plötzlich, ne? Nee, also verstehe ich nicht. Ja, das merkt, dass du nichts verstehst, kann ich gut merken. Was hast du für ein IQ? Ich Nö. weiß, ich habe das schon mal gefragt, aber du hast ja ein Erinnerungsvermögen der Weinbergschnecke. Also, IQ 14. Ja, das könnte gut hinkommen. Das würde ich sogar unterschreiben bei dir. Ja, Ja, okay. Okay, und was? tut das weh, so dumm zu sein, oder gibt es da Medikamente gegen die Schmerzen? Also, ich bin kein Dummer erstmal, okay? Na, doch Also, ziemlich. Jeder, ich der mache diese einfach ein Arbeit bisschen macht, ist Spaß mit dir. dumm. Also, okay. Okay, und jeder, der so Ihnen und viele andere Leute verarscht, der ist dumm, ja? Also ich hab, Aber. also es gucken jetzt ja gerade 1200 Leute live zu. Die finden alle, dass sie dumm sind. Wo sind diese 1200 Nein, Leute wir live? sind gerade live auf YouTube. Möchtest du deine Mutter grüßen? Ist sie stolz auf dich, dass du sowas machst? Nein. Ja, das dann schäm dich mal. Such dir anständige Arbeit. Okay, wie heißt das Kanal auf YouTube? Das ist der Hühnerkanal. Hühnerkanal. Ja. Okay. Alles gut. Und wir verarschen halt so Telefonbetrüger, wie du das bist. Alles gut. Ja, finde ich auch. Und kann ich noch mal mit einem anderen Idioten da sprechen, weil mit dir wird das langsam langweilig. Gib mir mal irgendeinen anderen Idioten, da gibt's ja genug bei euch, glaube ich. Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Was für ein Arschloch. Das glaube ich auch wieder zu böse für YouTube öffentlich. Da ist Lilly Henke. Ich bin Ich hier verstehe persönlich. nichts. Kannst du mal richtig Deutsch sprechen? Laut reden? Ich nicht verstehen. Hören Sie mich? Hallo? Wer ist da? Hallo? Da ist Lilly Henke. Ich bin Ihr persönliche Finanzmanagerin bei einer Bitcoin-Trading-Plattform. Verstehen Sie mich? Ja? Wer ist da? Ich habe doch gerade gesagt, mein Name ist Lilly Henke. Ich bin Ihr persönliche Finanzmanagerin bei einer Bitcoin-Trading-Plattform. Ja, bei welcher denn? Bei IGM Holdings. Da haben Sie sich angemeldet. Ja. Aber ich habe Sie vor langer Zeit nicht gesehen online. Und meine Frage ist, warum? Corona gehabt, ja? Und haben Sie das gut erlebt? Ja, war ein tolles Erlebnis. Okay, nee, ich habe auch Corona gehabt. Ich Ja, verstehe, das und ist war nicht gut? toll. War gut?
Nein. Wir waren dann fragen. Also, ich wollte sagen, ja, haben Sie noch Interesse an Trading? Ja, sehr viel. Sehr viel. Und haben Sie vielleicht von mir früher E-Mails gekriegt über, weiß über ich unsere doch nicht Plattform? Mehr. Woher soll ich das wissen? Wissen Sie noch nicht. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wer, nein, wer weiß. Also, der ganze Gedächtnis kaputt. Ich kann Ihnen noch was erzählen. Also, ja, gute Nacktgeschichte wäre gut. Hallo? Ich erzähle aber keine gute Nachtgeschichte. No, warum ich erzähle denn? Ihnen was. Ja, weil ich keine kenne. Oh. Tut mir leid. Das ist sehr traurig. Aber wie kann ich bei Sie Geld verdienen? Entschuldigung, man hört sich schlecht. Wie kann man bei Ihnen Geld verdienen? Fragezeichen, Punkt. Ausrufezeichen. Okay, jetzt erzähle ich das gleich. Also, Sie haben das wahrscheinlich bei der Werbung schon gesehen, weil ich glaube, Sie haben sich auch wegen der Werbung angemeldet. Unsere Plattform, also wir haben da einen automatischen Roboter. Roboter? Sicher, ja, das ist eigentlich kein Roboter, das ist eher so ein künstlicher Intelligenz, der der Markt analysiert und in... Ist das wie bei Matrix? Wie bei Matrix, würde ich schon sagen, fast, hätte ich gesagt. Das ist mehr fortgeschritten, hätte ich gesagt. Fortgeschrittener als bei Matrix, das ist sehr gut. Ja, also wir sind jetzt in 2021 und nicht in 90er Jahren. Also ihr habt schon eine ganze Matrix und ein Alternative Reality gebaut, das ist sehr gut. Ohne Alternative Reality, davon können Sie auch von vielleicht von Ihr Bekannten erfahren. Das ist keine Alternative Reality, das ist Verdienen. Das was? Das ist normale Geld verdienen. Mehr Schweinchen? Nein. Hallo? Entschuldigung, wollen Sie mich einfach verarschen oder? Warum? Ich verstehe das. Weil Sie so halt so lustig antworten. Ja, Sie komische Sachen sagen. Ich frage es wie bei Matrix und Sie sagen, der geht besser, aber Matrix ist ein Fantasy-Film. Ja, weil wenn Sie mir lustig antworten, antworte ich auch lustig. Ja, dann ist doch gut. Ein bisschen Spaß ist doch gut. Das Lebensscheiße ist schwierig und dann kann man ein bisschen Spaß haben. Ja, okay. Also, aber jetzt mal ernsthaft. Unser System, das ist ja so ein künstlicher Intelligenz und das kann automatisch handeln. Und natürlich gibt es bei uns auch eine Möglichkeit, mit Broker zu handeln. Wir haben auch mit verschiedene was? Nachfolger. Mit einem Broker, das ist so ein Finanzprofi, der sich im Finanzmarkt auskennt. Also Banking? Ja, okay. Das ist Trading und kein Banking. Ja, ja, aber so wie ein Bankmensch machen, ja? Das sind keine Bankmenschen, es sind Börsemenschen. Ja. Ja. Und natürlich, es gibt auch noch dritte Möglichkeit. Sie können das alleine probieren, wenn Sie denken, dass Sie ein Profi sind. Nein. Wenn Sie sich mit Börse auskennen und so. Kennen Sie sich? Haben Sie eigentlich irgendwann Erfahrung gehabt in der Aktienbereich? Nein. Noch nie? Nein. Wissen Sie was von Bitcoins? Ja. Bei, wie sagen wir, bei Twitter immer lesen. Bei wo? Twitter. Ach so, bei Twitter. Haben Sie vielleicht von die Tweets von Elon Musk auch gelesen? Ja, der sagt immer Dogecoin sehr gut. Ja, Bitcoin ist sehr gut und in Bitcoin hat er auch fast 2 Milliarden Dollar investiert in letzter Zeit. Oh, so viele Geld würde ich auch gerne haben. Oh. Vielleicht kriegen Sie das auch, wenn Sie jetzt mit Trading anfangen. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Das würde ich auch sagen. Also, sind Sie eigentlich gerade am Computer? Haben Sie einen Zugang? Ja, ne, Computer ist bei Wohnzimmern drinnen. Weil, ich frage das, weil ich jetzt an Ihnen eine E-Mail schicken würde mit Links.
und Infos zu unserer Plattform und wie Sie sich da anmelden können und wie Sie da starten können. Okay. Wollen Sie auf der Linie bleiben? Was für eine Linie? Telefonlinie. Weiß ich nicht, was Sie meinen. Also, wollen Sie jetzt mit mir noch hier bleiben, während ich jetzt Ihnen eine E-Mail schreibe? Ja, gut, besser, oder? Welches E-Mail-Adress von meiner Sie haben? Also, ich werde buchstabieren. VORWERCIEG. VORWERCIEG@googlemail.com. Wollen Sie, warum Menschen klatschen? Menschen klatschen, weil eine Kollegin von mir Geburtstag hat. Oh, kann ich denen auch gute Geburtstag sagen, bitte? Ja, natürlich. Ich werde das überweisen. Also. Was soll ich überweisen? Ja, soll ich Sie meine Kontonummer geben? Nein, jetzt nicht. Aber Vorderziege ist nicht mein Name, das ist hier meine Kollege. Soll ich Sie eine Kollege geben? Nee, also ich glaube, Ihr Name ist ja Hodi Makakwines. Ja. Ja. Aber vielleicht haben Sie die E-Mail-Adresse von Ihrer Kollege eingegeben. Ja, ja. Jetzt, ist E-Mail-Adresse von Kollege. Ja, jetzt können Sie mir Ihre echte E-Mail-Adresse sagen. Ja. Frosch. Ja, froschteichhamburg@gmail.com. Moment. Warum so laute Musik? Weil wir halt gerne Musik hören beim Arbeiten. Ja, aber das ist nicht nett für die Kunden. Ich kann das aber leider nicht leiser machen. Nicht also, leiser machen, ausmachen. Das ist sehr störend. Warten Sie, kann ich nochmal nachfragen? Ihre E-Mail-Adresse lautet Froschteig Hamburg? Nee, nicht Teig, Teich, wie da, wo die Frösche drin sitzen. Okay. Hamburg. @gmail.com. Okay, ich sende an Ihnen eine E-Mail und rufe Sie in 5 Minuten wieder an. Oh, aber ich muss jetzt zur Arbeit. Können wir heute Abend machen? Heute Abend um wie viel Uhr? 21 Uhr. Ich kann Sie morgen nochmal anrufen, wenn es geht. Ja, weil wann? Um 21 Uhr werde ich schlafen. Ja, schon schlafen, bei so früh. Ja, können Sie nicht so machen. Wann morgen arbeiten, sage mir. Also ich arbeite morgen auch fast jeden Tag. Wann sind Sie zu Hause? Morgen auch fast jeden Tag? Ist wie viele Uhr bei Arbeit gekommen? Fast machen? Ganzen Tag, nicht jeden Tag. Hat er aber gesagt. Wann kommst du bei Arbeit morgen? Ich bin um 9 Uhr schon da. Ja, sollen wir morgen bei 9 Uhr machen? Ja, kann ich machen. Alle gut, dann morgen, ja? Ja, danke schön. Gut, bis dann, ich liebe dir. Tschüss! Tschüss. Na, das kann ja was werden. Theresia? Grüße Sie, Herr Rentier. Stefanie Huckmann, mein Name. Ich rufe Sie an von Interactive Trading. Stefanie Hucker? Huffmann. Machst du aus Saki Saki $5? Nein, Sie haben sich bei uns registriert, um Bitcoin zu handeln. Richtig? Ach so, ja. Entschuldigung, da habe ich falsch verstanden. Und ich bin hier zuständig für Sie. Ich werde Ihnen helfen mit der Aktivierung. Ist das in Ordnung für Sie? Ja klar, aktiviere mich. Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Super. Okay, haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Bitte, mein Name spricht. Was habe ich? Haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Willst du mir nicht erstmal erzählen, was deine Firma überhaupt macht? Du willst gleich Geld von mir haben. Nein, ich dachte, Sie haben schon Erfahrung. Haben Sie übrigens Erfahrung? Nein, ich bin Jungfrau. Okay, alles klar. Dann bin ich hier für Sie. Stellen Sie gerne Fragen. Also, erkläre ich Ihnen
wie bei uns ist es, also nachdem Ihr Konto aktiv ist, dann bekommen Sie von uns einen Finanzberater, der mit Ihnen zusammen beschäftigt um das Trading. Also Sie werden Unterstützung bekommen. Von wem? Von Staatsschutz? Nein, von unserem Finanzberater. Und was machen die? Die helfen mir, Geld zu verdienen. Ja. Wie machen die das? Sie werden ein Hub hochladen und werden Sie sehen, wie die Börse ist. Jetzt ist es ein richtiger Zeitpunkt, weil... Die werden sehen, wer böse ist? Und das geben die dann an Batman weiter, oder was? Wie die Börse ist. Also, sind Sie ernst jetzt, oder... Ja, natürlich, aber du redest komische Sachen. Nee, Sie werden sehen, wie die Börse ist. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, überhaupt nicht. Du sagst, wer ist böse? Wer ist denn böse? Ich hab's böse gesagt. Was hast du gesagt? Egal. Okay. Lassen Sie es so wissen. Sagen Sie mir, ob Sie Ihre meine Hilfe benötigen. Ja klar, oder ich krieg nicht, das nicht ich hin. Ich habe Kunden, die mich brauchen. Ja, ich brauche dich auch. Ich brauche Hilfe. Ich will Geld verdienen. Okay, gut. Also, sind Sie noch auf unserer Plattform? Nee, gerade nicht Trading? Mehr. Nee, ich habe Computer eben ausgemacht wieder. Soll ich wieder anmachen, Computer? Okay. Ja. Ja, dauert einen kleinen Moment. Und wie viel Geld kann man bei euch verdienen, sag mir? Sie können Ihre Konto mit 200 mindestens aktivieren und das Betrag gehört Ihnen. Also mit diesem Kapital werden Sie anfangen. Das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, wie viel Geld kann ich verdienen? Ich spreche doch klares Deutsch, oder nicht? Ja, aber das kann ich Ihnen nicht sagen, weil Sie bekommen einen Finanzberater, die mit Ihnen zusammen beschäftigt um das Trading. Weil es kommt darauf an, wie viel Sie pro Tag risikieren, wie viel Sie zum einen Position investieren möchten und so weiter. Und das können Sie mit mir nicht machen, weil ich bin hier zuständig nur für die Aktivierung. Nach der Aktivierung, wie gesagt, bekommen Sie Unterstützung Schritt für Schritt. Ah, verstehe. Okay. Was ist das für geile Musik? Sing mit mir. Sticks and stones can break my bones, but scammers won't hurt me. Ja. Wie alt sind Sie, Herr Rentier? Ich bin 29. Okay. Dann ist es selbstverständlich. Okay, gut. Haben Sie Kreditkarte? Haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Ja. Was haben Sie? Ja, habe ich doch gesagt. Online-Banking oder Kreditkarte war meine Frage. Ja, habe ich. Meine Güte. Ich habe es gefragt, haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Und Sie haben gesagt, ja. Ja, habe ich. Habe ich doch, beides. Ach so, so. Okay, gut. Also, ich werde Ihnen ein E-Mail senden. Was ist los? Hast du einen schlechten Tag heute? Kann sein, ja. Warum? Wer hat dich geschlagen? Ich bin immer nett, aber... So, ich sende Ihnen jetzt die Überweisungsdaten. Könnten Sie das von Ihrer Online-Banking machen? Ja, klar, oder klar. Ich schicke immer einfach Geld, wenn Leute mir E-Mails schreiben. Okay, bleiben Sie dran. Oder haben Sie ein Mastercard? Können Sie direkt auf der Plattform einzahlen? Ich hab auch Mastercard, du gieriges Stück. Was willst du noch haben? Sozialversicherungsnummer, die Anzahl der Toilettenpapierrollen auf meinem Nachttisch und welche Seite ich angucke im Internet? Bitte. Seist du nett. Nett, okay? Ich bin immer nett. Ich habe ein bisschen nett. Spaß mit dir. Du bist ein nettes Mädchen. Okay, alles klar, Herr Rudolf. Also, müssen Sie, dass wir auf der Plattform das versuchen oder könnten Sie eine Online-Überweisung ausfüllen jetzt? Willst du mir nicht erstmal erzählen, wie ich jetzt überhaupt bei euch Geld verdienen kann? Du willst nur Geld von mir haben, immer.
Ich möchte das verstehen. Ich bin hier zuständig für nur für die Aktivierung. Ich habe Ihnen erklärt, wie das weiterläuft. Also, ich möchte Dogecoin kaufen. Ja, Sie können jetzt, also nachdem Sie Ihr Konto aktiv haben, bekommen Sie gleich einen Berater, die mit ihm zusammen beschäftigt um das Trading und werden sie das zusammen machen. Sie werden einen App hochladen und sie werden verstehen erstmal, wie das alles läuft. Und nachdem sie sich bereit fühlen, können sie direkt anfangen, Positionen eröffnen und werden sie sehen, wie man Geld verdienen kann. Das ist okay? Super. Aber wie viel Geld kann ich verdienen? Wie viel Prozent? Es ist nicht um Prozent, es geht um das Geld. Also wenn Sie zum Beispiel eine Position mit 50 Euro eröffnen, dann können Sie Ihr Geld gedoppelt haben, wenn Sie gut spekuliert haben. Und nachdem Sie etwas anfangen, haben Sie Informationen Bescheid, was es in Steigen ist, was runtergeht und so weiter, damit Sie verstehen, an was Sie spekulieren sollten. Ja. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich habe davon keine Erfahrung. Ich bin hier zuständig nur für die Aktivierung. Und wie gesagt, nachdem Sie aktiv sind, werde ich Sie sofort... Gib mir Chef. Nachdem Sie aktiv sind, werde ich Sie sofort weiter... Damien, Herr Präsident. Weiter. Gib mir deinen Chef. Schauen Sie in Ihren Posteingang, bitte. Gib mir mal deinen Chef, wenn du mir nichts erzählen kannst. Brauche ich mit dir ja auch nicht reden, auch wenn du nett bist. Hast du nicht verstanden, was ich dir gesagt habe? Ich bin hier zuständig nur für die Aktivierung. Ja, darum, gib mir doch deinen Chef, wenn du mir nichts erklären kannst, Sutschka. Welcher Chef? Dein Chef, Manager. Du brauchst dein Konto aktivieren, damit du Geld verdienen kannst. Ja, aber du kannst mir ja nicht sagen, wie ich Geld verdienen kann. Ich verschenke doch nicht mein Geld in alle Welt. Habe ich ihn doch. Sie spekulieren nach Bitcoin. Singen, ich sag's dir. Oder Kryptowährung. Wenn du mir jetzt nicht dein Chef gibst, singe ich das Lied von Pokémon. Bitte stellen ich Sie doch Fragen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, die ganze Scammerschar. Pokémon! So, jetzt gib mir deinen Chef und sing ich weiter. Ich bin lustig, Junge, oder? Okay. So, gib mir deine Kreditkarte, ich Überweisung machen. Habe ich in einer E-Mail. Schauen Sie in den Posteingang, bitte. Ja, ich gucke einen Moment, bitte. Weißt du, mein Kumpel liegt vor Lachen am Boden, der muss eben nachschauen. Okay. Klar. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Kannst du nochmal schicken? Habe ich ihn. Schauen Sie in Spam-Mail vielleicht. Was soll ich machen? Sperma-Filter? Spam-Mail. Schauen Sie in Spam, in Junk. Junk? Ja, den produzierst du am laufenden Band. Ja. Finde ich klasse. Ich finde das so freundlich von dir. Aber kannst du die mal wegdrücken? Bei mir kommt ein vielleicht richtiger Anruf. Ich leck mal auf bei der... Ach, scheiße. Hat wieder aufgelegt. Nein, doch noch nicht. Schönen guten Tag, spreche ich gerade mit Herrn Klabautermann. Ja, hier ist Klabautermann, wer ist da? Also Klaus Ljogberg lautet mein Name, ich melde mich an von einem... Klaus Ljogberg ist mein Name und wie schreibt man das? Und ich melde mich von Goldbach Invest. Von was? Also ich hab... Donald Duck? Goldbach Invest, hören Sie mich? Ja, klar. Okay, perfekt. Also es geht über Online-Handel oder Online-Trading. So erstmal, wissen Sie, was Online-Handel ist? Ein bisschen. Okay, perfekt. So, meine Frage ist, lieber, haben Sie schon mal Erfahrung damit gehabt, oder? Nein. Okay, so das bedeutet, Sie wissen nicht, wie es funktioniert oder Sie wissen nicht, wie kann man Handel zu machen? Nein, ich weiß nicht. Sie weiß nicht. Okay, ich erkläre Ihnen und ich werde Ihnen sagen, was meine Firma für Sie zu bieten hat. Okay? Krass. Ja, erzähl mal.
Okay, perfekt. So, Onlinehandel oder Online-Trading ist eine Arbeit, er hat zu tun mit Online-Börse. So, ich gebe Ihnen die einfachste Beispiel. Wir kaufen billig und wir verkaufen teuer. Aber wo kann man sowas billig kaufen? Das ist doch immer der gleiche Preis. Aktien oder Kryptowährungen. Okay. So, das bedeutet, wir öffnen tägliche Operationen, zum Beispiel... Operationen? Aktien. Das ist gut, mein Kniegelenk ist kaputt. Nochmal bitte? Mein Kniegelenk ist kaputt. Lassen Sie mich etwas zu erklären bis am Ende, weil ich bin noch nicht fertig, lieber. So, wie ich Ihnen gesagt habe, wir kaufen und verkaufen. So, das bedeutet, wir öffnen Operationen wie zum Beispiel im Tesla oder im Amazon. Wir öffnen Operationen auch in Kryptowährungen. So, es gibt im Onlinehandel gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo kann man Geld zu gewinnen. Also es geht nicht nur um Bitcoin oder, wie kann man sagen, Aktien. Weil es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wo kann man Geld zu gewinnen. Wo kann man Geld zu gewinnen? Wo hast du Deutsch gelernt, mein Bruder? Lieber, wo kann man Geld zu gewinnen? Verstehen Sie nicht? Ich habe Ihnen gesagt, Onlinehandel gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist gut. Geld zu gewinnen. Und ich habe gefragt, wo du Deutsch gelernt hast. Ist das so eine schwierige Frage? Nein, das ist nicht eine schwierige Frage. So, ja, dann antworte. Meine Mutter. So, ich komme aus Toronto, aber meine Mutter hat in. Scharmutter? In Deutschland geboren. Meine Mutter hat in Deutschland geboren. Was hat sie denn geboren? Ein Einhorn oder ein Kalb? Meine Mutter! Was redest du über meine Mutter, Blöd? Nochmal bitte? Ha? So, lieber, lassen Sie mich kurz etwas zu erklären über Onlinehandel. Ja, das hält man ja nicht aus. Sag mir, wo finden die diese ganzen Idioten wie dich und die anderen? Wo kommt ihr alle her? Irgendwo vom Friedhof und wiederbelebt? So Friedhof der Kuscheltiere oder wie macht ihr das? Lieber, also es geht über eine Anmeldung, die ich gemacht habe, weil ich sehe in meinem System momentan eine Anmeldung, die ich gemacht habe. Eine Registrierung in unserer Plattform. Ich habe mich doch nicht im Irrenhaus angemeldet, oder was? Sie haben eine Anmeldung gemacht beim Onlinehandel, so das bedeutet, Sie haben schon Interesse gezeigt, deswegen rufe ich Sie an. Verstehen Sie mich? Sind Sie da? Soll ich sonst sein? Du bist ja auch nur körperlich anwesend. Hey! Ja, ich bin hier. Können Sie mich hören? Ja, kann ich hören. Was ist los mit dir? Perfekt. Bist du ein bisschen langsam im Kopf oder? Nein, lieber, kurz Moment, weil. Lassen Sie mich kurz erklären, wie bei uns das läuft oder was das genau ist. Gibt es jemanden bei dir, der richtig Deutsch sprechen kann? Ja, okay, kann ich mit unserem Finanzberater verbinden, er wird Ihnen besser erklären. Ja, bitte. Okay, warten Sie kurz bitte auf die Leitung. Kurz Moment. Auf der Leitung? Gut, ich setze mich aufs Telefon drauf. Ja, genau. Okay, jetzt kommt mein Kollege. Ja, hallo, schönen guten Tag, mit Simon Apar, schön zu erreichen. Wer ist da? Mein Name ist David Simon, ich habe schon, haben Sie da schon mit meinen Kollegen gesprochen? Ja, und, mit der Kollegin habe ich gesprochen. Gerade haben Sie das schon gesprochen. Und wir melden mich an vom Firma Goldbar Invest. Wir melden mich an. Der Kollege hat gesagt, du kannst Deutsch und du nennst dich Simon, du bist noch schlimmer als der andere. Yes.
Hallo. Gib mir mal deinen Chef. Kann der Deutsch reden? Du bist Ausländer. Hallo, du bist auch Ausländer. Hören Sie mal dazu. Machen Sie das nicht wie Deutsche, verstehen Sie? Was mache ich nicht mit Deutschen? Machen Sie wissen nicht wie Deutsch, Mann. Also, ich verstehe nicht, was du sagst. Ja, ich verstehe nicht, was du sagst. Ich bin nach Suka, Hören Sie das zu. Gib mir den anderen wieder. Lassen Sie mich das erklären. Machen Sie das nicht, wie Sie das meinen. Also, lassen Sie mal, dass Sie trinken. So, ich melde mich an von Firma Goldbar Invest. Es geht über Online-Trading und bei uns steht eine Anmeldung, was Sie gemacht haben. Also, würde ich Ihnen weiterhelfen, damit wir das Konto aktiv stellen können. Das ist schon ganz einfach. Bitte, meine Frage ist, über was haben Sie da schon mehr Erfahrung oder mehr Interesse, Beispiel Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen oder? League of Legends. Haben Sie? Ja, bei League of Legends, okay. Ich bin Support in Gold, weißt du? Okay, super, okay. Also wir werden da schon ein Konto aktiv stellen, damit Sie also im Gold. Du willst Gold ein Konto stehlen? Digga, das kannst du nicht machen. Wem willst du das stehlen? Konto. Kurzer Moment. Wir werden da aktiv machen, dass die Konto aktivieren. Das meine ich. Also, dann nachher können Sie mit dem Gold weiter traden können. Das ist schon mein Ziel, für was ich Sie angerufen habe. Ich glaube, ich muss mal im Zoo in Berlin anrufen, ob die irgendwie einen Schimpansen vermissen oder so. Yes. Haben Sie mich das gehört? Also, was haben Sie für ein Kreditkarte? Haben Sie mich das gehört? American Express. Haben Sie mir gehört? Ja, habe ich gehört. Ja, genau. Was für ein Kreditkarte haben Sie? American Express. American Express. Okay. Ist das schon Master oder Visa? American Express. Bist du dumm? Ich habe gesagt, ist American Express. Du fragst mich, ob das Visa oder Mastercard ist. Bist du Schlamp oder was? Du Schlampe-Penner. Du scheiß Betrüger. Du Hurensohn, Mann. Du nimmst nicht mehr Hand. Du scheiß Telefonbetrüger. Geh die richtige Arbeit suchen, du Idiot. Du bist Betrüger und rufen Sie das nicht mehr Hand. Bist du zu dumm zum Arbeiten, bist du? Bist du zu dumm zum Toiletteputzen? Du bist Penner, bevor 3 Tagen Sie haben Fels gehabt. Ja, wir verarschen dich immer wieder. Du bist live bei YouTube. Du bist Schlampe, Hurensohn. Du bist live bei YouTube, du Idiot. Also, bevor 3 Tagen haben Sie das schon gefeiert. Ich weiß das schon, habe ich ein Video gesehen, damit Sie am Arsch bekommen haben. Verstehen Sie? Das also, was? Gehen Sie mal an deine Mutter. Ey, diese Typen, das ist wirklich einer dümmer als der andere. Unglaublich. Wunderschönen guten Tag. Es freut mich sehr, am Apparat zu haben, Herr Philipp Novak am Apparat. Von der Firma Handel FX. Ja. Ich habe geschaut, dass Sie früher Interesse gezeigt haben an Onlinehandel und ich wollte Ihnen gerne bei Informationen über unsere Firma mitteilen. Ja, können wir morgen Abend machen. Ich muss zur Nachtschicht. Nachtschicht. Und morgen Vormittag, Sonntag, passt das? Nein, morgen Vormittag schlafe ich, wenn ich heute Nachtschicht habe. Morgen Abend ist gut. Welche Uhrzeit meinen Sie? 18 Uhr. Passt das um 17 Uhr? Nein, da bin ich noch bei der Arbeit. So, morgen arbeiten Sie... Welche Schicht arbeiten Sie morgen? Das ist ein Geheimnis, das darf ich nicht verraten. Okay, dann ich versuche, auch früher bei Ihnen zu melden. Nein. So, wenn ich fragen darf, haben Sie mal Onlinehandel gemacht? Nein. Nie? Nein. Und hatten Sie Interesse, Onlinehandel zu machen? Ja, sonst hätte ich mich nicht angemeldet. Okay, und in was Bereich haben Sie Interesse? Geld. Also über die Börse meine ich. Geld. Und etwas anderes? Geld. Nur Geld meinen Sie? Ja, ich will Geld verdienen. Okay, und was arbeiten Sie hier? Oh, ich bin Uhrmacher. Uhrmacher? Ja. Und arbeiten Sie 3 Schichten? Ich arbeite 3 Schichten, die Welt kann nie genug Uhren haben. Was für Uhren machen Sie? Ich mache also, wir haben eine Uhrensohnfabrik, kennen Sie? Das ist wunderbar. Und bestimmt Sie sind der Boss, oder? Nein, ich bin Schichtleiter. Schichtleiter.
Ja. Und wie viele Arbeiter haben Sie? 26 und 3 auszubilden. Und seit wann arbeiten Sie dort? Ah, es werden dieses Jahr 25 Jahre. Und wie sind die Leute dort? Die sind sehr urig. Wirklich? Ja. Die machen auch Lärm dort. Die machen was? Lärm. Nein, das ist eine Uhrenwerkstatt, da gibt's keinen Lärm. Da ist nur Stille und Gelassenheit. Nur Stille? Ja. Und was, wie heißt Ihre Firma? Uhrensohn GmbH. Und hat die Stadt auf diesen Namen gelassen, dass sie auf das gemacht? Wer hat einen Fahren gelassen? Die Name, die Stadt. Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden. Okay, wie haben Sie diesen Namen gefunden? Haben Sie auch Erlaubnis vom Staat, diesen Namen zu benutzen? Mein Chef, es ist nicht meine Firma, wie ich schon gesagt habe. Ich bin Schichtleiter. Schichtleiter. Okay, und warum machen Sie auf Schätze? Kann ich das wissen? Weil du ein dreckiger Betrüger bist mit deiner ganzen Firma. Warum vermuten Sie etwas, das auch nicht wahr ist? Na, natürlich ist das wahr. Wir haben so viele Aufnahmen von euch, wo ihr versucht, Leuten das Geld wegzunehmen. Versucht dich doch nicht rauszureden. Haben Sie auch über Buffin gehört? Ja, ich habe auch über die Buffin gehört. Gib mal deinen Namen von deiner Firma bei Google ein. Da kommen so viele Leute, die sagen Betrug, 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 Betrug. Okay, geben Sie unsere Firmanamen bei Buffin und schauen Sie, was unsere Firma macht. Können Sie das so machen? Sag mir erstmal den Namen von deiner Firma Webseite und dann kann ich vergleichen, was bei Buffin steht. Ja, Iron FX. Nochmal, kannst du buchstabieren oder haben die dir das nicht beigebracht im Kindergarten? Ja, ja, nur müssen Sie kurz warten. So, I wie Ida. Ida. R wie Richard. Richard. Otto. Otto. Nana. Was, Nana? Ja. Schlecht, not Paul, sagt man. Oder Nina, können Sie auf Nina sagen? Nein, wir gehen nach deutschem Buchstabieralphabet. Aber wo sollt ihr das auch gelernt haben? Friedrich. Friedrich. Xaver. Was? Xaver. Iron FX. Ja. Schauen Sie kurz. Welche Endung? IronFX.com. .com. Ja. Oh, was ist das für schreckliche Musik im Hintergrund? Das ist etwas anderes, das ist etwas Persönliches. Nein. Die arbeiten hier. Also bei Broker-Bewertungen habt ihr 1,5 Sterne von 20. Bei Forex-Fraud seid ihr auch gelistet. Das ist eine Lüge, Herr. Natürlich. Gib deinen Firmennamen bei Google ein. Ja, ich gebe meinen Namen und ich weiß auch, wer wir sind. Ja, super, mit eurer Lizenz aus Zypern, die jeder Hund, der eine Diskothek oder einen Kiosk hat, sich kaufen kann. Fühlt ihr euch damit toll? Okay, ich habe eine Frage an Ihnen. Bestimmt haben Sie über FC Barcelona gehört, oder? Über was habe ich gehört? Über das Fußballteam, FC Barcelona. Nein, ich mag keinen Fußball. Wirklich, warum denn nicht? Es ist langweilig. Langweilig, so was wollen Sie, dass es nicht langweilig ist? Naja, ich gucke mir lieber Uhren an. Ich mag Uhren sehr gerne und Ziegen. Wunderbar. Was für Uhren haben Sie? Nein, Uhren, Uhr. Ah, bestimmt haben Sie auch Uhren gesagt. Nein. Aber der Firmenname war so. Nein, Uhrensohn, der Sohn einer Uhr. Ja, aber deine, Sie waren Schätze. Ja, deine also Mutter ist eine Swatch. Uhr. Verstehst du? Haha. Warum machen Sie, Herr Schätze? Mit etwas, dass Sie, mit jemandem, das Sie auch nie gesprochen haben, wissen Sie auch gar nicht, was der Firma macht. Warum machen Sie, Schätze? Oh, weil die Menschen wissen müssen, dass ihr da unterwegs seid. Recherchieren Sie über Iron FX. Tu wenn ich! Sie Betrüger werden. Warum haben wir dann die Lizenz von Buffin? Kann ich das wissen? Ihr habt keine Lizenz von Buffin. Zeig ja, mir. Ja, wir haben Lizenz von Zeig Buffin. Mir. Schauen Sie. Recherchieren Sie. Zeig mir. Schreiben Sie. Zeig mir. Schreiben Sie es. Was denn? Lizenznummer. Ja, warte, Buffin. So, überall Lizenznummer schreiben Sie es. 41. 41. 9, 49. 49. 1. 1. Ja. Schreiben Sie das und finden Sie unsere Firma. Keine Suchergebnisse. Sie haben nicht mal getippt.
Doch, 41491 bin ich bei Seite Baffin.de. Suchergebnis, keine Wunderbar. Treffer. Und ich schreibe Sie auf den Namen IronFX. Warte, ich probiere nochmal. ID. Keine Treffer. Gebe ich dein Unternehmen ein IronFX. Keine Treffer. Wie das sein kann, ihr seid Betrüger. Nur ganz kurz anschaue ich. Kurz, ich gehe bei Baffin. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe es auch gefunden, Herr. Ja, wo denn? Bei Baffin. Ja, ich bin bei Baffin. Du kannst nach Unternehmen, nach ID und nach Kategorie suchen. Bei Unternehmen gebe ich IronFX ein, bei ID die Nummer, die du mir gesagt hast. Und da kommen keine Ergebnisse. Schick mir per E-Mail. Okay, dann nehme ich den Link per E-Mail. Passt es? Was? Ich sende den Link per E-Mail. Passt das? Ja, welche E-Mail-Adresse steht bei dir? Vorsitzige@googlemail.com. Ja, alles klar. Immer her damit. Okay, und etwas anderes wollen Sie? Bitte? Etwas anderes wollen Sie, dass ich Ihnen per Mail sende? Ein Foto von dir. Okay, etwas anderes? Ein paar Bitcoin. Bitcoin, leider kann ich das nicht senden. Ein paar Dogecoin. Wie viel wollen Sie? Zwei Stück. Warum nur zwei Stück? Das kostet wenig. Ja, weil ich bin nicht gierig. Und was wollen Sie mit einem Dollar machen? Sparen. Sparen, ein Dollar. Warum so wenig? Warum sitzt ihr in Bermuda? Ich sehe hier Bermuda-Inseln, seid ihr registriert? Warum macht ihr sowas? Das ist der Unternehmer, die zu sehen, nicht dass sie dort sitzen. Ja, natürlich. Ist der Notesco Limited. Notesco Limited ist registered in Bermuda with registration number, bla bla bla. Ja, und wir haben auch unsere Filiale in London. Unsere Dienstfiliale für Kunden. Können Sie auch in London anrufen? Bestimmt haben Sie auch Zeit, ein gutes Gespräch in London zu machen, oder? Ja, ich mag die Menschen aus London, aber ich werde Sadiq Khan Bescheid geben, der wird deine Firma schließen. Kennst du den Bürgermeister von London? Ja, ja, ich kenne das. Können Sie auch kurz die Nummer schreiben? Der kann dich, konnte ich holen. Okay, können Sie auch die Nummer schreiben? Warum ruft mich eigentlich gerade die gleiche Nummer, von der du anrufst, nochmal an? Nein, es kann sein, nicht die gleiche Nummer. Doch. Nein, gleiche Nummer zweimal. Nein, schauen Sie gut in die Nummern. Ja, exakt die gleichen. Nein, das ist nicht wahr. Wie kann es sein, zwei Nummer gleicher Anruf? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, das kann nicht wahr sein. Ist so, soll ich dir Screenshot schicken? Ja, passt es. Gott. So, hast du schon geschickt? Ich habe Ihnen früher eine E-Mail gesendet. Senden Sie dort eine Antwort. Und in Kürzen sende ich Ihnen mein Foto und die anderen Daten und erhalten Sie auf den Link. Ich kriege jeden Tag 600 E-Mails. Ich werde jetzt nicht deine E-Mail suchen. Okay, schreiben Sie jetzt. Was denn? Ha, und weg ist er. Von wegen Baffin. Mistvögel. Da, Kuta? Puta madre! Parla in italiano. Russi. Ihr seid aber ärmliche Wichser und nicht mehr und nicht weniger. Ihr werdet nie mehr sein, Alter. Halt die Fresse und nenn mich nicht so. Du hast nicht ansatzweise recht, mich überhaupt anzusprechen. Rainer Winkler. Ich weigere überhaupt in der gleichen Region zu sein wie ich. Das Land gehört immer gut zu sein. Mensch, halt die Fresse, Alter. Wir kommen jetzt zu Hause und sehen her. Oh, ist das geil. Aber du bist doch unbesiegt! Du keine Angst! Nichts von dir hier! Du hast keine Angst! Ist der überhaupt noch am Telefon? Du hast keine Bemalung! Ja! Wo ist die Bemalung? Ohne Bemalung! Gib mir bitte eine, Alter, das ist so gut! Hallo? Hallo? Schönen Tag! Hey, geht doch nicht!
Wer? Oh mein Gott! Entschuldigung, hier ist Unfall. Was ist los? Oh mein Gott! Ja, hier ist Unfall passiert. Polizei ist unterwegs. Krankenwagen auch. Was ist los? Wie kann ich helfen? Okay. Hallo? 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 Ja. Hallo? Was machen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Ja, hier ist Unfall passiert. Hier ist Unfall. Das was ist machen Mann. Sie? Ein Unfall mit Auto. Was machen Sie? Was machen Sie, Ihre Frau? Unfall mit Auto. Können Sie das machen, bitte? Was? Hier ist Unfall mit Auto. Rainer, bist du jetzt immer noch in Musik? Hallo? Ja? Was ist los? Ich bin fast langsam. Was ist los? Hallo? Ja, ich kann Sie hören. Was möchten Sie bitte? Hallo? Ja, was machen Sie da? Ja, hier ist Autounfall bei Stadt, bei City drinnen. Hallo? Ja, was ist los? Ja, was machen Sie doch? Können Sie mich erklären? Ja, hier ist, hier ist Autounfall, junge Frau. Hier ist ein Unfall passieren. Ich kann das machen. Was sagen Sie? Junge Frau? Hallo? Was macht ihr da? Unfall, hier ist Unfall passiert. Was machst du da, Junge? Und wenn einer meint, meine Schwester anzugreifen oder meine Familie oder Freunde. Alter, beruhig dich mal. Der ist doch nicht mit Absicht in dein Auto gefahren. Was? Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Polizei, ja? Ja, wie können Sie... Hilfe? Ja, können Sie bitte kommen, als Schauerberg 8 in 24148 im Skirchen? Hier ist Autounfall Schauerberg gekommen. Schauerberg 8, was ist ja passiert? Hier ist Autounfall gegeben. Autounfall? Ja. Gibt es da Verletzte? Ja, einen Mann, der schreit wie ein Otter. Im Auto? Nein, der Mann schreit. Nein, der ist draußen. Der ist draußen, hat einen Schuh und einen Beil geworfen. Und jetzt schreien, bei ganzer Stadt schreien. Der kann ja nur dich jeder arrogant nennen, wenn du so reagierst. Meine Güte. Können Sie bitte schnell helfen, schicken? Ah. Was will da helfen? Entschuldigung. Autounfall, Car Accident, blöd. Ich hab nicht meinen Schlagstock oder sonst was. Meine Güte, ist der redet ja richtig durch. Weswegen haben Sie denn angerufen? Hallo, junge Frau? Ich bin mal ein bisschen weiter weggegangen. Hallo. Ja? Ja, was, wo sind Sie momentan? Das steht da. Park, Marktplatz. Was ist passiert da? Marktplatz, ist Autounfall, Menschen schreien, vieles Verletzten. Aha. Ja, warum alle schreien dann? Autounfall. Das ist... Ein Auto ist bei... Mein Gott. Ein Auto ist bei... Ein Auto ist bei einem Haus gefahren, verstehst du? Ach so, ja. Ja. Ich hab's verstanden. Das also Haus, das ist ja Online-Handel, Herr Peter. Das ist Online-Handel. Nee, der ist bei Pizzeria. Der ist in ein Pizzeria reingefahren. Rotes Herz von Gino. Das Auto ist da reingefahren. Pizzabäcker schreien. Verstehst du? Oh mein Gott. Alles klar. Richtig hardcore, Blöd. Ich bin hier eigentlich nur auf Bus warten und jetzt hier riesen Unfall und alles. Verstehst du? Das Große passiert. Ja, jetzt ist Frage etwas anderes. Ja. Okay, alles klar, dann schönen Tag noch, ja? Okay, Entschuldigung. Was denn? Warum ist doch alles gut? Ich bin ja nicht verletzt. Was möchtest du denn? Wolltest du Termin machen? Nein! Tag, du Schwingkontor. Ja, guten Morgen, hier der Schudinder. Herr Grof, anwegen ein Pop-up ja. Mit Gewinn-Message bei Internet. Ja, haben Sie, wie lautet denn... Wie heißen Sie mit Familiennamen? Ich brauche einmal den Familiennamen, damit schauen kann, was Sie gewonnen haben, ja? Ja, Banki Randi Rokan. Dann können Sie buchstabieren, ich glaube, das ist besser. Also noch einmal? BA. 300 Euro. Nein, dann können Sie Ihren Familiennamen einmal buchstabieren. Von Familie oder von Restaurant?
Familienname. Ja. Ihren Name. Meinen Name, ja. Ist ja. Rajesh. Wie wird das geschrieben? Wie heißt der? Ja, Rajesh. Jesh. Moment. Das ist aber Familienname. Nein, das ist mein Name, nicht von meiner Familie. Nein. Nachname meinst. Ist das Nachname? Nein, das ist mein erster Name. First Name, ja. Erster Name, Moment. Dann trage ich das an, Moment. Und wie ist Ihre Nachname? Bankiran Dirokan. Das müssen Sie buchstabieren, bitte. Also B? Ja, und dann Adler. Ja. Eule. Ja. Dann Drossel, wie die Vogel. Drossel. Ja. Dann eine Kamel. Ja. Ziege. Ja. Leoparden. Leopard. Ja. Okay. Dann die Otter. Otter, wie die Tier mit die Beutel. Dann der Pinguin. Ja. Dann India, wie Indien, okay, India. Ja. Mhm. Und dann nochmal die Kamele. Ja. Noch ein Otter. Ja. Dann den Raubvogel. Raubvogel. Okay. Ja. Ja. Nochmal ein Kamel. Ja. Ein Adler. Ja. Und eine Nacktschnecke. Okay. Indischer Name, ja? Ach so, okay, schön. So, also, Sie sind hier bei uns bei der 25 Jahre Sofortrente. Ich bin von Restaurant Bombay und ich bin die neue Sous-Chef, okay? Ach so, schön, ja. Okay. Sie auch neu bei Firma? Nee, ich bin nicht neu. Ich bin schon sehr lange hier. Ah, okay. Dann bitte nicht Ärger machen, wenn ich nicht alles schon wissen, ja? Ich bin neu bei Firma. Oh nein, alles gut. Okay, Sie sind hier bei uns bei der Verlosung dabei. Das ist kostenlos. Da geht es um die Rente. Und da kriegen Sie Bescheid, wenn Sie gewinnen. Und Sie haben die Reise gewonnen im Wert von 398 Euro für zwei Personen. Das geht nach Lübeck, Hamburg, das alte Land. Für zwei Personen. Libyen? Sie können noch jemanden mitnehmen. Nein, Lübeck. Das ist Deutschland alles. Ja. In Deutschland, genau. Und das bekommen Sie. Sie bekommen den Reisegutschein, ja? Ja, und alle weiteren Reisedetails zugeschickt. Und unser Restaurant bei Hamburg, ja? Also in Hamburg, also das sind Städte Hamburg, Lübeck und das alte Land, ja? Ja, mein Restaurant bei Hamburg. Hin. Meine Restaurant bei Hamburg. In Hamburg? Okay, ja. Ja? Weil wegen Adresse, ja, müssen wir richtig Adresse haben, weil wir... Das machen wir jetzt, genau. Wie ist die Postleitzahl? Wir Nackschub brauchen. Ich habe eine Liste aufschreiben von meinem Manager bekommen. Okay. Ja, wo sollen die, also sagen Sie mir die Adresse, wo die Unterlagen hin sollen. Wie lautet die Postleitzahl? Ja, das ist kein Problem. Das ist 25. Ja. 997. Und der Ort? Hamburg, ne? Ja. Straße, bitte. Das ist in der Honnerlandstraße. Moment. Ja. Bei einer Stadt. Das ist ja bei 305. Moment. 305. Ja. Moment. Ich guck mal, was hier anzeigt. In der... Moment mal. Gerade nicht wann. Können Sie mir die Straße noch mal sagen, bitte? Da ist irgendein Fehler drin. Also Horn wie Horn von die Ziegebock? Ja. Ziegebock. Und dann Landstraße? Ja. 195. 195, Mensch. Das muss jetzt gehen. Noch einmal? Das zeigt irgendwie nicht an. Steht das nicht? Moment mal. Also Hornlandstraße. Ein Horner, Horn wie die Horn und ein Eber und ein Rotkehlchen dahinter. Alles mit Tiere immer sagen, ja? Mhm. Sagt zwar nicht an, aber ich vermerke das so dann. Also Horner Landstraße. Ja.
195. Wir Restaurant aufmachen vor 3 Wochen, ja? Ah, okay, deswegen zeigt das nicht an. Okay, ja. Weil das neu ist. Kann okay, ich jetzt okay, bei Sie die Order geben, ja? Wenn wir ja, bald alles gut, Gäste ich bekommen. Dahin. Ist, also, ich weiß nicht, ob wir eine Kundennummer bei Sie haben, aber mit Adresse Sie bestimmt können Sie finden, ja? Ja, doch, ist okay, das wird ankommen. Also, wir brauchen, wenn habe Sie zu schreiben, ja? Ja, was soll schreiben? Nochmal? Wir brauchen 5 Stück. Also, das, wie sagt man bei Deutschland, Kisten, ja? 5 Kisten, hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, 5 Kiste Eisbergsalat, wir brauchen. 5 Kiste Eisbergsalat? Ja, dann. Achso, aber ich bin nur für die Gewinne zuständig. Das können Sie nicht bei mir bestellen. Ja, und dann wir brauchen 3 Kiste Sherry-Tomat. Okay. Ja, aber das kann ich nicht zuschicken. Ich bin nicht dafür zuständig. Oh, kann ich schicke Ihnen nur die Reise. Also, das ist, also ich kann das nicht machen. Also, Sie Versand machen? Na, ich schicke die Reiseunterlagen zu. Okay, okay? Kann ich dann mit, kann ich mit Kollegen von Sales Department reden, ja? Das ist eine andere Nummer. Ich weiß die Nummer nicht von denen. Das weiß ich nicht. Ich bin von Firma Böscher. Ich brauche einmal Ihr Geburtsdatum, bitte. Wir bei Eröffnung machen bei 23 Januar 22. Ihr Geburtsdatum meine ich, Ihr Geburtsdatum. Nein, Restaurante. Meine Geburtstag ist egal für Restaurante. Wir nur Essen brauchen, ja? Achso, nein. Wenn ich jetzt den Gutschein zuschicken möchte, dann, weil das ist Ihr Gewinn, dann muss ich das Geburtsdatum aufnehmen von Ihnen. Aber dann warum? Brauchen wir das. Weil ich den Gutschein zuschicke. Nicht den Gutschein. Den Reisegutschein, was Sie gewonnen haben. Brauche Reisbergsalat, Reis und Hunken haben. Wir sind viele also nein, Gäste nein, haben. Nein, das meine ich nicht. Das ist nicht von uns. Wir wechseln mich. Ich bin von Firma Böscher bei, und Sie haben die Reise Internet, gewonnen. Bei Internet Großhandel Bestellung machen und ein Fenster nee, kommen bei Internet. Ein Fenster kommen, sagen 300 € Gewinn machen, einen Discount geben, okay? Ja, aber das 300 € ist die Reise gemeint. Aber das ist die Reise, deswegen. Soll ich den Reisegutschein zuschicken? Zu Restaurante, ja? Okay, aber wir brauchen bis morgen, ja? Nein, Sie verwechseln mich. Ich bin nicht für den. Das ist eine Reise, was Sie gewonnen haben. Ja? Ein Gutschein, ja? Ja, ja. Und wenn Sie reisen nach Lübeck oder nach Altesland, dann können Sie das einlösen. Lübeck. Wollen Sie den Gutschein nicht? Restaurant bei Hamburg. Hamburg drinnen. Sie möchten Sie für 3 Personen haben oder für 2? Oder wir auch Candlelight Dinner machen, ja? Indische Candlelight Dinner. Alles gut, verwechsel mich. Alles gut, ich trage das ein. Dann schicke ich Ihnen die Unterlagen zu, ja? In den Rechnung? Aber wir müssen erst die Bestellung fertig machen. Das mache ich nicht. Das ist nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Soll ich bei E-Mail schreiben? Haben Sie eine E-Mail-Adresse von denen? Dann schreiben Sie das dorthin. Klären ja, Sie das mit denen dann ab. Bestellung@parkplatzbumsclubhamburg.de. Ja, schreiben Sie das. Genau, schreiben Sie denen, die sind dafür zuständig. Und ja? wie ist die Gutscheinnummer für Bestellung, bitte? Das weiß ich nicht, ich sehe das nicht. Ich bin nicht dafür zuständig. Ach so. Neu bei Firma? Ich sehe dann. Ich bin nicht neu, aber ich bin von Firma Bösche, das ist was anderes. Deswegen. Okay. Ja? Schade.